Natron und Zitronensäure, meine Eltern schwören schon ewig drauf und meinen, man bräuchte gar keine Spezialreiniger für Backofen, Bad und Co. Aber womit bekommt man den Schmutz am besten weg? So, man riecht direkt, es riecht nach, halt nach Reiniger. Ja, es riecht stark. Genau. Kann ich eigentlich effektives Putzmittel auch einfach selbst mixen? Sauer hilft gegen Kalk und basisch-alkalisch löst vor allem besonders gut Fett. Und was ist am besten für die Umwelt? Das finden wir heute raus. Neben Putzmitteln geht es später auch noch um Lappen, Schwämme und Co. Aber zuerst interessiert mich, was haben die Leute an Putzmittel eigentlich so zu Hause? Was fürs Bad und was für die Küche. Und sonst gibt es ja auch viele Sachen, die man für mehrere Zwecke benutzen kann. Genau. Dann achte ich schon, dass es auf jeden Fall auch gegen Bakterien ist und sowas alles. Und auch ein bisschen gut riecht. Ich würde schon so sagen, 5, 6, 7 Stück. Auf jeden Fall Küche, Bad, dann so Schimmelreiniger, Glasreiniger, sowas alles. Muss auf jeden Fall da sein, ja. Insgesamt kaufen wir in Deutschland jährlich 220 Millionen Liter Haushaltsreiniger. Die wichtigsten Kaufkriterien dabei: Wirksamkeit, Preis, Geruch und Umweltfreundlichkeit. Geputzt wird im Schnitt 3,5 Stunden pro Woche. Ich schaue mir diese ganzen Reiniger gleich noch genauer an, aber zuerst will ich unsere Kollektion noch ergänzen und zwar mit einem selbstgemachten Putzmittel. Dabei hilft mir die Zero-Waste-Expertin Olga Witt. Sie ist überzeugt, es braucht nur ganz wenige Zutaten, damit es richtig sauber wird. Wie kann ich denn mein Putzmittel selber machen? Worauf kommt es da an? Also ich finde, es kommt darauf an, dass du erstmal verstehst, was du eigentlich machst und was du benutzt. Sauer hilft gegen Kalk und basisch-alkalisch löst vor allem besonders gut Fett. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du daraus sehr schnell, sehr einfach deine Reinigungsmittel so machen, wie du sie halt gerade brauchst. Wie würdest du einen Allzweckreiniger machen? Einfach nur Waschsoda in Wasser? Genau, das ist es tatsächlich. Das können wir aber auch gerne einmal machen. Und da auch ein bisschen nach Gefühl. Wenn man zu viel Waschsoda reintut, dann hat man dann nachher solche Schlieren, die zurückbleiben, wenn das getrocknet ist. Deswegen sollte es auch nicht zu viel sein. Aber den Löffel würdest du auf den ganzen Putzeimer eigentlich machen? Ja, so 1 bis 2 Esslöffel würde ich auf den Putzeimer machen. Okay. Genau. Und es riecht dann aber ja nach gar nichts, oder? Nee, genau. Ja, und zu dem Waschsoda kommt dann eigentlich nur noch Wasser. Anstelle von Waschsoda kann man für weniger starken Schmutz auch Natron nehmen. Das ist jetzt quasi eine Art Konzentrat. Man kann das Waschsoda aber auch einfach direkt auf den Putzeimer geben. Der Allzweckreiniger eignet sich für alle abwischbaren Oberflächen außer Holz. Das sollte man lieber mit Kernseife oder Spülmittel reinigen. Und wenn ich jetzt etwas Kalkhaltiges reinigen möchte, also zum Beispiel im Bad, Badreiniger, dann benutze ich die Zitronensäure. Wie mischst du den? Ich nehme halt meine Flasche. So 1 Löffel Zitronensäure? Nee, mehr. Ich würde ein bisschen mehr reintun. Auch da kommt es jetzt nicht auf den Löffel an. Da kann man auch das so ein bisschen machen, wie einem das gefällt. Ich mache jetzt mal hier 4 rein. Mhm. Wenn man merkt, es ist irgendwie reicht nicht, dann tut man noch einen Löffel dazu. Also da kann man auch ruhig ein bisschen ausprobieren. Okay, ich höre schon so raus, eigentlich so richtig falsch kann man nichts machen. Ne? Man macht dann einfach noch mal ein bisschen und tastet sich so ein bisschen ran. Also man kann, eine Sache kann man falsch machen. Und zwar gibt es viele Rezepte auch im Netz. Da steht drin, dann packst du Zitronensäure rein, dann packst du Waschsoda rein und dann Wasser drauf und dann ist das ein tolles Reinigungsmittel. Das kann nicht funktionieren, weil sich quasi die Säure und die Base miteinander aufheben und dann hat man ein neutrales Gemisch da drin. Das ist ja eine Kleinigkeit. Wenn man das gecheckt hat, dann weiß man, okay. Dann kommt wieder Wasser drauf. Das ist auch das meiste, was in handelsüblichen Reinigern drin ist, ist einfach nur Wasser. Also viele Chemikalien, aber vor allem Wasser. Und natürlich auch ziemlich viel Wasser, was wir dann mitbezahlen und auch durch die Gegend schleppen und fahren. Und dann kann man noch einen Spritzer Spülmittel dazu tun. Der hilft dabei, verschiedene Verschmutzungen noch besser zu lösen.
Das ist ein natürlicher Reiniger, der hat eine beschränkte Reinigungskraft. Dafür tut er der Umwelt aber auch nicht weh. Das Thema Umwelt checke ich später noch. Jetzt will ich den selbstgemachten Reiniger natürlich auch testen und auch andere Reiniger aus dem Supermarkt, konventionelle, aber auch umweltfreundliche. Und für den kleinen Praxischeck habe ich mir Hilfe geholt von Mike Karst, Reinigungsspezialist. Wie legen wir denn jetzt los? Ja, hier sind ja schon eine Menge Sachen vorbereitet und ich würde vorschlagen, wir testen uns einfach ein bisschen durch. Wir haben ja schon mal drei Sachen ausgewählt. Erstens konventionelle Markenreiniger. Zweitens vermeintlich nachhaltige Putzmittel mit Ökosiegeln wie dem Blauen Engel. Und drittens den tatsächlichen Ökoreiniger, den ihr auch mitgebracht habt, auf diesen beiden vorbereiteten Flächen und schauen mal, was passiert. Zuerst geben wir entsprechend der Anwendungshinweise 60 Milliliter Markenreiniger auf 5 Liter Wasser. So, man riecht direkt, es riecht nach Reiniger. Ja, es riecht stark. Genau, es riecht so wie konventionelle Reiniger aus dem Laden riechen, nicht wie ein Reiniger riechen muss. Das ist ja auch irgendwie ein Trugschluss, dass je intensiver irgendwas riecht, desto besser sei das. Warum das Putzmittel so stark riecht, begründet der Hersteller so. Duftstoffe werden hinzugefügt, weil Sauberkeit mit frischem Geruch assoziiert wird. Gleichzeitig kann der Duft in Kombination mit der Farbe die Zuordnung zur jeweiligen Aufgabe im Haushalt zusätzlich erleichtern. Wir machen jetzt nur ein Drittel, damit wir noch unsere anderen Reiniger Gerne. Testen, ja? Und was sagt der Profi zum konventionellen Reiniger? So, ich würde sagen, dass wir hier eigentlich mit der ersten Fuhre zufrieden sein ja. könnten. Das zweite Drittel bearbeitet Mike mit einem Reiniger mit Umweltsiegel. Merkst du schon einen Unterschied? Kann man das sagen? Nee, noch merke ich keinen Unterschied. Funktionieren beide grob. Ja, hier ist ja auch viel grober Dreck drauf, den wir jetzt ja erstmal entfernen. Sieht erstmal so gut aus. Was ich schon direkt sagen muss, ist, es riecht nicht so intensiv. Da merke ich direkt einen Unterschied. Das stimmt, es riecht jetzt tatsächlich nach dem Dreck, den wir hier entfernen. Ja. So, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem wir eben auch waren. Ich würde sagen, zweite Drittel ist geschafft. Ja. Okay, als letztes probieren wir jetzt den selbst angemischten Reiniger, den ihr mitgebracht habt. Da wir vor allem fettigen Dreck haben, nutzen wir unseren basischen DIY-Reiniger. Zur Erinnerung, das ist nur ein Konzentrat aus Waschsoda und Wasser, das wir jetzt nochmal mit Wasser verdünnen. Für mich schon so irritierend, weil das so nach Wasser nur aussieht. Dass ja. ich denke, hey, da fehlt doch was. Ja, stimmt. Da wir bin ich schon so konditioniert, das muss farbig sein. Ja, ja, ich meine, das ist ja der riesige Marketing-Gag. Je auffälliger das aussieht, je mehr Farbstoffe, Buntstoffe, Superpowern, Kraftformeln, desto eher soll das helfen. Sie sind alle gleich sauber geworden. Ich habe keinen Unterschied beim Reinigungsprozess gespürt. Was ja natürlich die Frage aufwirft, warum man überhaupt so viele verschiedene Produkte im Laden findet und warum man bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Denn eigentlich braucht man dem Profi zufolge hauptsächlich zwei Reiniger im Haushalt. Einen fettlösenden für die Küche und einen kalklösenden fürs Bad. Vieles lässt sich im Haushalt auch ohne klassische Putzmittel reinigen. Eingebranntes in Töpfen kann man mit Soda und kochendem Wasser entfernen. Gegen Verschmutzungen im Ofen hilft Salz. Auf die verschmutzten Stellen streuen, den Ofen erhitzen und später wegwischen. Und schlechte Gerüche im Kühlschrank beseitigt man mit einem Schälchen Kaffeesatz einfach ein paar Stunden drin stehen lassen. Die Frage ist, sind die Hausmittel auch für die Umwelt eine gute Wahl? Was kann ich beim Kauf von Putzmitteln in puncto Nachhaltigkeit beachten? Und wie sieht's eigentlich mit Lappen und Schwämmen aus? Ohne die geht ja schließlich auch nichts. Das alles möchte ich jetzt von Markus Gast vom Umweltbundesamt wissen. Ich habe hier, das sehen Sie nicht, aber ich habe hier einige Putzmittel um mich herum stehen. Lasst Sie uns mal mit den herkömmlichen Putzmitteln, den konventionellen, die man so im Supermarkt und in der Drogerie kaufen kann, starten. Was ist denn da drin? In so einem Allzweckreiniger ist eigentlich nicht viel Spannendes drin. Sie haben einen ganz großen Anteil an Wasser. Sie schleppen also Unmengen Wasser durch die Gegend. Dann haben Sie eine kleine Menge an Tensiden da drin. Das sind also synthetische Seifen, die die Oberflächenspannung herabsetzen. Dann vielleicht noch eine Prise Soda. Farbstoff, damit es hübsch aussieht. Ein bisschen Parfum, damit es schön duftet. Und ein Konservierungsmittel, weil die ganzen Stoffe auch abbaubar sind, biologisch abbaubar. Und damit ihnen das nicht vergammelt, das Produkt sind Konservierungsmittel halt zugesetzt. Und
Das klingt ja jetzt aus Ihrem Mund ganz harmlos, oder sind irgendwelche Inhaltsstoffe davon auch bedenklich für die Umwelt? Es ist tatsächlich so, dass wir gesetzliche Regelungen haben, nach denen die Tenside, die drin sind, biologisch abbaubar sein müssen. Aber wir haben die ganzen Duftstoffe und Konservierungsmittel natürlich da drin und die werden in der Kläranlage schlecht oder teilweise gar nicht abgebaut. Im schlimmsten Falle finden wir die dann wieder in den Gewässern. Wenn ich jetzt als Verbraucher in den Supermarkt gehe, in die Drogerie gehe und mir möglichst nachhaltiges Putzmittel kaufen möchte, was kaufe ich denn dann am besten? Worauf kann ich achten? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja die verschiedensten Stoffe da drin. Die sind unterschiedlich deklariert, die Produkte. Wir haben teilweise Bio-Siegel. Da geht es darum, dass eben nachwachsende Rohstoffe enthalten sind in den Produkten. Oder wir haben ganz klassisch richtige Umweltzeichen. Der Blaue Engel zum Beispiel oder das EU-Eco-Label verbieten einfach Stoffe, die giftig für Wasserorganismen sind. Das ist ein viel einfacherer Weg. Und da kann man dann sagen, okay, wenn ich ein Produkt mit einem Blauen Engel kaufe, dann ist es weniger gewässergefährdend als eines, das keinen Blauen Engel trägt. Es ist aber nur im Vergleich. Auch die Produkte mit einem Umweltzeichen sind nicht harmlos. Sie enthalten nur weniger gefährliche Stoffe. Grundsätzlich also am besten nicht mehr Putzmittel verwenden als wirklich nötig. Und beim Thema Umwelt spielt ja auch immer die Verpackung auch eine Rolle. Wie kann man denn möglichst verpackungssparend Putzmittel einkaufen? Also der einfachste Tipp ist immer, verwenden Sie Konzentrate, Reinigungsmittelkonzentrate, kann man den aufschneiden, kleine Beutelchen und füllt das zu Hause mit Wasser auf. In der Flasche, wo man das Reinigungsmittel dann entsprechend mal erworben hat. Und damit habe ich ganz viel Verpackung eingespart. Pluspunkt, mit solchen Konzentraten spart man nicht nur Verpackung, sondern auch Gewicht beim Transport. Es gibt ja Leute, die sagen, ich mische mir das alles selber aus meinen Haushaltsmitteln. Würden Sie das empfehlen im Vergleich zu den konventionellen Putzmitteln, die man so schon kaufen kann? Also eine wirkliche Bilanz, was besser und was schlechter ist, gibt es nicht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Sie können allerdings sehr wohl eben mit Seife und mit Soda relativ gut reinigen. Die Stoffe selber sind nicht schlecht. Und am besten auch beim DIY-Mittel möglichst sparsam dosieren. Ohne die richtigen Putzutensilien bringt natürlich auch das beste Putzmittel nichts. Nochmal kurz zurück zur Praxis. Jetzt haben wir über die Mittel gesprochen. Wie ist es denn mit den Putzlappen bei so einem Dreck? Wie würdest du da denn vorgehen? Wie bei vielem groben Dreck würde ich erstmal mit einem Schwamm drüber gehen. Wir haben auch gerade einen Schwamm verwendet. Jetzt nehmen wir einfach mal hier so einen Ökospülschwamm, der meiner Meinung nach dem klassischen Spülschwamm in nichts nachsteht. Ich würde tatsächlich empfehlen, dass man mit so einem Schwamm für die groben Oberflächen und einem klassischen Mikrofaser, hier habt ihr ja tatsächlich einen aus Recyclingfasern, mit so einem Mikrofaser dann über die feineren Oberflächen gehen würdet. Was sagt denn der Umweltexperte Markus Gast zu den Schwämmen und Lappen? Bei den Putzlappen, da gibt es ja Sachen hier aus Baumwolle oder solche Schwämme. Was empfehlen Sie da? Also wir empfehlen tatsächlich Mikrofasertextilien, auch wenn es Synthetiktextilien sind und eine kleine Menge an Kunststoffpartikeln bei der Anwendung nach und nach immer mal abgeht. Wir haben ja die große Diskussion ums Mikroplastik erlebt. Da ist es tatsächlich so, dass diese Mikrofasertextilien durch ihre kleinen Fasern wie Gebürsten wirken und damit mechanisch die Reinigung unterstützen. Das bedeutet, wenn ich viel Mechanik einsetze, automatisch durchs Tuch, dass ich weniger an Chemikalien brauche. Das heißt, diese Reinigungstextilien helfen dabei, weniger Chemikalien einzusetzen und damit führen sie tatsächlich zu einer Entlastung des Abwassers. Und was halten Sie von so vermeintlich umweltfreundlichen Schwämmen, Luferschwämme, Bambustücher, was halten Sie davon? Die synthetischen Reinigungstextilien können auch aus Recyclingfasern sein und aus Recyclingkunststoff und hätten dann tatsächlich auch im Rahmen des Recycling wieder eine neue Verwendung erlebt und können da manchmal besser abschneiden als so ein Naturprodukt. Unser Gesamtfazit. Also so viel Putzmittel braucht man gar nicht, da reicht eine kleine Handvoll. Und mit dem richtigen Putzlappen braucht man auch gar nicht so viel davon. Wenn man einen umweltschonenden Reiniger kaufen möchte, achtet man am besten auf den blauen Engel auf der Verpackung. Aber man kann Putzmittel auch problemlos selbst mischen. Das habe ich mir vorher auch gar nicht so leicht vorgestellt. Aber es ist super einfach und spart natürlich jede Menge Müll. Wenn euch der Film gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und wenn ihr mehr zum Thema nachhaltiges Einkaufen und Kochen erfahren möchtet, dann klickt hier drauf. Und wenn ihr wissen möchtet, wie man umweltfreundlich waschen kann, dann checkt diesen Film aus.